Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bindelbach Map. So, ich bin gerade noch dabei, die letzten Sachen hier festzufahren, alles schön zu verdichten. Sollte auch gleich erledigt sein, glaube ich, wenn ich mir das so recht angucke. Und dann werden wir mal da weitermachen, wo wir eigentlich vor ein paar Folgen angefangen haben. Nämlich, wir hatten uns ja eigentlich einen Schneidwerkswagen gekauft, damit wir das Schneidwerk, durch die Zaunöffnung bekommen, sage ich jetzt mal. Weil wir da breit nicht vorbeikommen und nicht reinkommen, besser gesagt. Und ja, das wollten wir eigentlich schon vor 3-4 Folgen machen. Ist aber irgendwie dann das Häcksel dazwischen gekommen, deswegen müssen wir das heute machen, ne? Aber alles zu seiner Zeit. Ihr wisst ja, ne? Muss alles gemacht werden hier. 96% verdichtet. Ja, wo fehlt noch was hier? 100. Und jetzt überall 100%, also. Weiß nicht, was der von mir will. Ja, hier, hier am Rand ist ein bisschen. Okay, okay, meine Schuld. Tut mir leid, tut mir leid. So, jetzt. Ah, hier war was. Ah, in der Mitte nochmal ein bisschen. Und dann war es das auch schon. Es sind wieder sehr, sehr viele Kommentare reinbekommen, tatsächlich. Es ist, mal gucken, ob ich jetzt alle, ob ich wieder ein paar raussuche. Ich möchte auch nicht immer die gleichen vorlesen. Also solche Sachen wie, Moment, ich guck mal, ob ich spontan vor allem, was finde. Hier meine Videos, wo haben wir denn? Nee, das ist das hier. Hier, alles klar. So, 98 Daumen nach oben. Alter Schwede, vielen, vielen Dank, Leute. Keine nach unten, das ist auch selten. Weil eigentlich ist immer ein oder zwei dabei, die sagen, jo, ne, Video ist kacke, Daumen nach unten. Nicht so tragisch. Der Matt hat geschrieben, hab Basti schon für dich gefragt. Alles klar. Wer da nicht Bescheid weiß, wir haben in der letzten Folge gesprochen. Irgendwer hat, glaube ich, geschrieben, dass er wohl mal gerne den Oysterproppe hier so als Gesprächspartner hätte. Habe ich gesagt, ich schreibe ihn mal an. Aber gut, wenn ihr das für mich übernimmt, dann, ja gut. Alles klar. Ist das somit auch wieder erledigt? Habe ich wieder was weniger auf meiner To-Do-Liste? Gustav, Friedrich, Y, J, noch ein Name, keine Ahnung, wie du heißt, tut mir wirklich leid. Schönes Video, wie viele Leute seid ihr bei BG? Boah, das ist eine gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage, wie viel wir denn sind. Ich würde mal sagen, so bis 15 bis 20 Leute sind wir ständig. Und natürlich haben wir noch ganz, ganz viele, die sich, kennt vielleicht jeder, gibt es noch sehr, sehr viele, die sich mal beworben haben. Und die du dann nie mehr gesehen hast, oder nur sehr, sehr selten. Es gibt auch Leute, die nur am Wochenende bei uns spielen, aber prinzipiell, ich will jetzt nicht keine falschen Namen nennen, aber so registriert sind bestimmt 100 bis 200 Leute, aber ja, es kann auch sein, dass es Leute gibt, die nur tagsüber da sind, die sehe ich überhaupt nicht, weil ich eben den ganzen Tag auf Arbeit bin und ich da keine Zeit habe, hier mir den TS anzugucken. So ungefähr, also ich kann es nicht genau auf die Person sagen, aber so circa halt, ne? Vor allem ändert sich das ja auch stetig. Play hard, echt gut. Was? Nee, hier ist was anderes. Deine Videos sind einfach ein Traum. Die sind echt gut. Ich gönne dir wirklich jedes Abo und hoffe, du machst weiter so. Ja, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr froh, dass es wirklich so gut läuft momentan. Und natürlich mache ich weiter. Es macht mir Spaß mit dem, was wir hier machen. Und ich sehe keinen Grund aufzuhören. Also vielleicht, es wünschen sich vielleicht ein paar, dass wir aufhören. Aber, jo, ne? Solange es mir Spaß macht oder uns Spaß macht, wird das einfach durchgezogen. Fertig. Und ich sehe es ja an den Aufrufzahlen, an den Daumen nach oben, an den vielen positiven Kommentaren, dass es euch auch sehr, sehr viel Spaß macht, zuzugucken. Und ich sehe immer ganz hagelnde Kritik, wenn man irgendwas ausfällt, was ich natürlich verstehe. Wobei, ihr müsst auch immer die andere Seite der Medaille sehen, dass das nicht immer so einfach ist. Kann ich jetzt abdecken? Das kann auch nicht sein hier, oder? Ohne Witz. Muss ich wirklich komplett verdichten? Oh. Ich glaube, ich mache das mal offline. Das ist mir jetzt ein bisschen zu crazy. So, wir haben hier... hier war er. Der Schneidwerkswagen. Fahren wir nochmal ein Stückchen für. Nochmal zurück. So. Es geht gleich weiter mit den Kommentaren. Keine Panik. Muss noch kurz den Schneidwerkswagen. Hier war das, ne? Ich habe gerade überlegt, ob ich über den Acker fahren soll. Aber nein, ne? Haben wir gesagt, wir fahren nicht mehr über den Acker. Wenn jetzt hier links rein. Nee. Sondern wir fahren die offizielle Strecke. Also es gibt hier wunderschöne Asphaltwege und die werden wir natürlich nutzen. So.
Machen wir hier weiter mit den Kommentaren. Benedikt LP. Schönes Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was haben wir denn hier noch alles? Ohne Witz. Der Schrottplatz. Der Schrottplatz. Den kennt man ja schon. Schrottplatz war tatsächlich schon mal im Hof Bergmann Projekt dabei. Der hat als Kommentar geschrieben. Ihr könnt über Livestreams, das MP-Projekt, über LS17 und über BG sprechen. Natürlich. Also wir haben da sehr, sehr viele. Ich finde es gut, dass du so auf die Kommentare eingehst. Ja, ich versuch's zumindest mal, ne? Es ist zwar... Oh, gegen den Baum gefahren, verdammt. Ja, also Handy am Steuer ist nicht so optimal. Es sind zwar sehr viele Kommentare, das stimmt. Aber so merkt man, du versuchst, alle Kommentare zu lesen und auf einige einzugehen. Klasse Video, Gruß, der Schrottplatz. Ja, vielen Dank dafür erstmal, für dein nettes Kommentar. Ja, ich versuche wirklich so viele wie möglich vorzulesen. Ich meine, alle ist immer ein bisschen schwierig, weil es sind doch einige geworden mittlerweile. Lass mich kurz gucken, wo haben wir denn die Seite hier? Ja, wir sind genau falsch. Läuft oder läuft nicht, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Ich habe gerade noch ein anderes Kommentar gesehen, das war relativ lang, das wollte ich auch noch vorlesen. Von Ben Schillinger. Hallo Werner, dein Video war sehr cool. Und eine Frage, wenn ich einen Kommentar bei Belgic for Fonte schreibe, sprichst du es dann auch Belgic for Fonte an? Ich weiß, ich kann es euch nicht versprechen. Es ist so, dass ich jetzt, weil ich jetzt weiß, dass ich am kommenden Wochenende sehr, sehr viel Stress haben werde. Also ist ja nicht schlimm, wenn man es vorher schon weiß, ne? Aber ist egal. Ist ein anderes Thema. Habe ich jetzt für das Wochenende bereits Belgic for Fonte aufgenommen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Fragen stellt, da werden die jetzt nicht reinkommen, weil ich das schon produziert habe, weil ich... Ich habe zwei Möglichkeiten, ne? Entweder ich kann euch gar kein Video bringen oder ich kann vorproduzieren fürs Wochenende. Und das, ich habe jetzt leider die... Also ich habe jetzt, ne? Die Vorproduzier-Variante gewählt, wenn man so schön sagt, damit irgendwas kommt, weil ja, ich find's kacke, wenn ich jetzt gar nichts bringe. Man muss es auch verstehen, wenn es nicht geht, dann geht's nicht, aber dann mache ich lieber, sage ich lieber, okay, ich weiß ja, dass es nicht funktioniert dieses Wochenende, dann wird lieber vorproduziert. Es sind ja die gleichen Videos, ne? Es ist ja nichts, dass das Video jetzt irgendwie anders wäre. Das ist ja für euch eigentlich nicht sichtbar, ob das jetzt vorproduziert ist oder nicht. Nur eben im speziellen Bereich Kommentare, ja, funktioniert das eben dann nicht, weil das ist genau das Einzige, was ich nicht im Vorhinein sehen kann, eure Kommentare. Ich kann mir zwar denken, was da so reinkommt, aber so Fragen ist halt immer schwierig, also ich, ja, das geht jetzt in dem Fall nicht, aber ich könnte gerne Kommentare reinschreiben, auf alle Fälle, lesen werde ich es auf alle Fälle und ich habe bestimmt irgendwann einen Gedankensplitz, wo ich sage, ach, der und der hat ja mal das und das gefragt. Aber das ist schon ein paar Tage her, ne? Das wird wahrscheinlich so sein, wird wahrscheinlich so kommen. Oh, das ist ein bisschen Kackewurst hier, ohne Witz. Ich muss hier... Ja, also ich komme hier nicht rein. Also ich komme hier schon rein, aber ich müsste die Saat jetzt zerstören. Lass mal hier gucken. Das ist alles komplett eingezäunt hier, verdammte Axt. Okay, da muss ich wohl hier... so ganz leicht die Frucht zerstören. Das tut mir wirklich sehr leid, aber ich sehe keine andere Möglichkeit hier. Ja, ihr seht, die Fruchtzerstörung ist natürlich an durch den Mod Drive Control. So, jetzt müssen... irgendwas im Haar... Oh Gott. Ist das... Baum. Oh Gott. Ich weiß nicht, gar nicht, warum ich den Schnellwerkswagen genommen habe. Der ist ein bisschen... ja. Es gibt bessere, habe ich gehört. So, dann machen wir es jetzt einfach so. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Handbremse rein ist immer ganz wichtig. Und dann sagen wir mal einfach lösen. So. Dann gucken wir mal, können wir hier so... Ja, sollte passen. Ich lese gerade noch ein paar Kommentare vor. Moment. Ich muss ganz kurz hier... Wir müssen ja produktiv bleiben, ne? Leute, wir müssen ja produktiv bleiben. Vorwärtsgang rein. Dann gucken wir, ob wir hier rumkommen. Oh, das wird sogar eine knappe Angelegenheit hier. Doch, es passt auf alle Fälle. Ja, und dann, Verzeihung, da müssen wir eigentlich mal, oder mal hoffen, dass es jetzt hier so funktioniert. Zug kommt keiner, okay. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich zu tief sein, oder? Oh, das ist nicht gut. Nee, es passt sogar. Ich fahre noch ein Stück zurück. Und hier rumleuchte an. Die übrigens wieder aus. Ah, muss ich hier unten durch. So. So, ich werde jetzt einfach mal ein Stückchen fahren. Nur, weil die Frucht ist ja schon zerstört hier, ne? Nur damit ich hier anfangen kann zumindest. Weil das ist ja wirklich traurig hier. Also gar kein Feld. Also so, oh, das wird sogar... Oh, ich muss ein bisschen nach rechts sogar. Hier, so.
Gut, dann lassen wir das gute Ding mal runter. Vorwärtsgang rein. Und dann versuchen wir mal hier ein bisschen... Ah. Nee, ich wollte eigentlich jetzt mal den... Genau, den hier haben. So, wir fahren jetzt einfach mal... ja. Puh, wie machen wir das hier? Ist ein bisschen blöd angefangen, aber ist nicht so schlimm. Da, wir machen das einfach so, oder? Fahren jetzt einfach so rum. So, lass mich mal kurz gucken. Genau, so passt das. Yes. Soweit, so gut. Lass mal jetzt genau den hier müssen wir jetzt ranholen. Der ist leer, sehr gut. Der gute Unimog. Da müssen wir jetzt gleich mal hier, ja, aufs Feld fahren. Es wurde übrigens wieder gefragt, woher dieser wunderschöne Unimog ist. Der ist von Forbidden Mods. Könnt ihr gerne bei Forbidden Mods anfragen. Ist ein Privatmod, muss man dazu sagen. Also hier einfach auf die Homepage gehen, runterladen, ist nicht. Sondern den müsst ihr wirklich bei den Admins anfragen, ob ihr den haben könnt. Grundmodell war vom BM Modding, ist nur ein bisschen umgebaut worden. Ich habe das Grundmodell auch in Verwendung auf der Belgic Beaufronte. Aber hier eben mit dem Sattel auf die Karte mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich ihn mit reingenommen für dieses Let's Play. So, ich habe irgendwie Husten, irgendwie... Kennt ihr das? So einen kratzigen Hals den ganzen Tag schon? Ekelhaft, sowas. Ja, Kommentare beantworten. Tut mir leid. Moment. Geht weiter. Oh. So, das Tor ist noch offen. Sehr schön, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt ausspreche. Also wenn das falsch ist, bitte verzeih mir. Ich versuch's mal. Giancomo Progetto oder Progetto, ich weiß es nicht genau, irgendwie so in der Richtung, hat gefragt, hallo Werner, können Sie mir sagen, ja, wo die Bindelbach zum Download ist? Ja, erstens mal sind wir bei du hier, ne, weil, also sie und so geht einfach überhaupt nicht. Bindelbach habe ich runtergeladen tatsächlich bei, ich glaube es war Modhoster. Ich glaube es war Modhoster. Musste mal nachgucken. Ich sehe gerade, der Nico hat wieder ein bisschen kommentiert darunter. So, Fabian Böck hat gefragt oder hat kommentiert. Mal eine dumme Frage. Es gibt keine dummen Fragen. Also ich werde dummen Fragen... Nee, finde ich, es gibt keine dummen Fragen. Man kann gerne doppelt und dreifach fragen. Es gibt auch Leute, die erst seit kurzem dabei sind, die erst seit kurzem abonniert haben. Ist das natürlich komplett verständlich, dass ihr nicht von Anfang an alles wisst, wie das hier läuft bei uns. Also, wir fangen nochmal an. Mal eine dumme Frage. Wie heißt der Mod, mit dem man die Fahrtrichtung des Schleppers ändert? Danke. Gutes Video. Vielen Dank. Der Mod heißt Drive Control tatsächlich. Ich zeige dir das ganz kurz. Du siehst unten rechts jetzt die Kilometer, also die Stunden, also die Geschwindigkeitsanzeige. Und ich habe das jetzt auf die Numpad Enter gelegt, vorwärts, rückwärts, weil auf Leertaste oder standardmäßig liegt auch die IC-Steuerung. Und das ist immer ein bisschen kacke. Deswegen habe ich mir das auf Numpad Enter gelegt und dann kannst du hier vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und wenn du dann länger auf der Taste drauf bleibst, ne, auch nochmal ganz kurz, dann verschwindet das und dann kannst du mit vorwärts, rückwärts fahren. Praktisch, dann musst du nicht immer umschalten. Ich mag aber lieber diese Variante. So, unser Drescher hängt fest, den müssen wir kurz befreien. Ganz kurz aus. Ja, hier haben wir natürlich ein bisschen, aber natürlich, die Natur muss erhalten bleiben. Deswegen ist es jetzt auch gar nicht schlimm, wenn er hier mal hängen bleibt. So. Einfach hier neu ansetzen. 5 und los. Perfekt. Läuft auf alle Fälle. Ich würde sagen, wir können den... genau, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ein Stück zurückfahren. Dass wir hier auch vernünftig, ja, zumindest rauskommen, sage ich jetzt mal so. Weil jetzt ist hier eh schon alles beim Teufel. Ah, das sieht nicht... Okay, wir müssen hier wenden. Beziehungsweise irgendwo sollten wir hier wenden. Ich weiß noch nicht wo, ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht, ja. So, wir machen es einfach hier. Ah! Ich kann hier nicht wenden. Nee, ohne Witz, es geht nicht. Ich kann hier nicht wenden. Ich kann aber eines machen. Ich kann... So, das können wir machen, oder? Das ist doch wohl, glaube ich, erlaubt. Ich kann den Schneidwerkswagen hier stehen lassen. Hier stört er niemanden. Zack. Und dann können wir bereits den Ladewagen holen, weil wir können ja natürlich das Stroh auch aufsammeln. Ich war nur kurz am überlegen, kann man hier rausfahren? Ne, hier kommen wir nicht raus. Und hier vorne. Ich bin natürlich noch ein bisschen auf dem Erkundungstrip hier auf dieser Map. Hier kommen wir auch nicht raus, oder? Ne, hier kommen wir nicht raus. Gut. Dann ist das wohl so, wie es ist.
Gut, noch eine Frage, natürlich, noch eine Frage beantworten. Mache ich ja gerne. So, Moment, müssen wir ein bisschen runterklappen. Lalalala. Hier. Bimmer Watson, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Klasse Video, wie immer. Wäre toll, wenn du über LS17 reden würdest. Was ihr euch wünscht, was ihr verändert würdet oder verbessern. Und was ihr über einzelne Hersteller denkt. Prinzipiell haben wir das schon gemacht, tatsächlich. Also in einem... Weiß ich, müsst ihr mal die letzten Videos angucken. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Kann ich aber in Gesellschaft nochmal drüber reden, natürlich, weil es natürlich wieder eine komplett andere Sache ist. Gut, ich sehe jetzt gerade, dass wir ja schon wieder fertig sind für heute. Also es wären noch sehr, sehr viele andere Mods. Ah, nicht Mods, sondern Kommentare da. Aber ich darf es leider nicht. Ganz eines machen wir noch. Ella Jek, welches Lenkrad hast du? Ich habe ein Logitech G27 tatsächlich. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Gut. Ich darf mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, wäre es sehr, sehr nett. Und wir sehen uns hoffentlich morgen zu einer neuen Folge Bindelbach. Ne? Habt noch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.